Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 1 auf der PS3. Ich habe vergessen, die Memory-Karte zu machen, die Steckplätze zuzuordnen. Denn ich habe noch versucht, Steckplatz 1, so. Müsste eigentlich klappen jetzt. Ja, eigentlich haben wir jetzt eine. Aha, genau. Wir befinden uns, nicht schon wieder das hier. Wir wollen das hier laden, Chris. Die Nummer 17 in dem Lager 1F. Ich habe mir einen ominösen Zettel geschrieben hier. Oben rechts Schlange, Klavier als letztes anmachen. Unten links Adlermedaille in rotem Buch. Ostflügel. Wenn ich wüsste, was das bedeutet, wäre ich um einiges schlauer. Für die, die neu sind, hallo. Heute ist eigentlich Livestream-Tag, aber ich bin nicht da, deswegen gibt es Resident Evil 1. Normalerweise eine Stunde, ich glaube, wir müssen die Folgen an diesem Wochenende ein bisschen kürzer gestalten, denn ich habe mich ein bisschen im Zeitmanagement technisch habe ich mich ein bisschen verdöselt. Und ja, war nicht die beste Glanzleistung von mir. Wir werden Folgendes tun. Wir haben so viel Munition. Wir schauen erstmal so. Hier waren wir schon überall drin. Wir befinden uns jetzt unten. Ich würde aber gerne mal nach oben gucken. Wieso war früher eigentlich immer Dreieck zurück? Oder öfters, weil ich kenne das mit O zurück. In allen Spielen war immer O zurück. Aber bei Shadow Hearts from the New World ist es auch irgendwie. So. Ostflügel, Norden, Süden, Osten. Hier, genau, da oben. Da können wir lang. Also, folgendes. Wir befinden uns jetzt hier. Wir befinden uns im Ostflügel. Ich würde sagen, wir gehen mal da hoch. Ich will mal was ausprobieren. Wenn wir sterben, ist es ja nicht ganz so schlimm. Ich bin froh, dass wenigstens das Spiel auf meiner geliebten PS3 geht. Oh, ich liebe meine PS3 wirklich sehr. Aber ich habe sehr lange gebraucht bei Michigan, um zu verstehen, dass es einfach nichts wird. So. Wie schieße ich denn? Verdammt, schon was verschossen. Okay. Chris, geh mal da raus. Wir haben ja jetzt hier die Hunter leider. Es ist sehr... Gefällt mir nicht. Das mit den Hunter. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir nehmen die Schrotflinte. Wie geht's denn uns? Wie schlecht geht's denn uns? Achtung. Ja. Ach, wir sind im Westflügel. Ja, warte mal, ich weiß nicht, wo wir sind. Hier ist mein Zettel. Ich werde einige Patronen in das hintere Zimmer legen. Benutze sie, wenn es Ärger gibt. Wesker. Wesker, Wesker. Ja, genau, Wesker. Erzähl mir noch einen. Renn mal ein Stück. Wie rennst denn du? Ach so, so. So, hier oben ist auch sehr gefährlich. Nochmal verschnaufen hier. Oh, da ist er schon. So lobe ich mir das. Verdammt, guck mal, was ich dabei habe. Na, das wird dir mal so gleich gar nichts. Wir müssen mal schnell runtergehen. Ich habe so ein Problem damit, jetzt die Schrotflinte zu nehmen. Schrotflinte ist für mich immer so Ausweg. Erste Waffe, die ich greifen würde, wenn ich kurz vorm Abnebeln bin. In dem Spiel natürlich, in realen Leben. Ich habe ja keine Schrotflinte. Was würde ich denn hier nehmen? Keine Ahnung, was habe ich denn hier? Ein Stuhl. Im besten Fall kann ich sie sogar hochheben. So. Ja. Schrotflinte ist für mich immer... Das benutze ich gern, wenn irgendwas in Spielen ist, wenn es schwerer wird. Das habe ich bei jedem Resident Evil Teil gemacht. Und an sich ist es ja auch so gedacht, oder?
Also ich würde sogar die Schrotflinte lieber behalten fürs Ende, auch wenn es wahrscheinlich dann irgendwann, habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, diese Magnum geben sollte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das echt Schrotmunition gerade. Wir haben so viele. Ich glaube, das reicht erstmal für uns. So. Beeilung, Beeilung. Wir wollen heute einiges schaffen hier. Irgendwann will ich auch mal durch sein mit diesem Spiel. So. Könnte aber auch sein, dass es so eine lange Angelegenheit wird wie das Remake oder Remaster. Ach, Remake, Remaster. Ich war heute sogar schon kurz davor zu sagen, ach, ich ziehe einfach den Speicherstand von der PS3 auf die PS2 und wir spielen auf der PS2 weiter. Aber ich will wenigstens ein Spiel auf der PS3 laufen haben. Das funktioniert. Brauche ich jetzt eigentlich einen Schlüssel? Oh, ich habe schon den Schlüssel vergessen. Oh Gott, was denn nicht hinten im Kopf, was hast du hinten Bein, gell? Also Chris ist ja sowieso so jemand, bei ihm passt es ganz gut, weil er hat ja das mit den Chemikalien auch nicht hinbekommen. Er war ja auch voll der Dödel und erstmal die Rebecca musste kommen. Jetzt habe ich natürlich den doofen Schlüssel vergessen. Ich finde dieses Spiel, das ist für mich schwerer, gell? Wie Nioh. Oder Elden Ring gerade im Moment. Ich finde es irgendwie... Es ist schwerer, ja. So, jetzt haben wir natürlich einen Platz weniger dann, wenn ich hier den Schlüssel mitnehme. Okay, egal. So, wir brauchen Helmschlüssel. Helm, 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 Helm. Helm, 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 Helm. Helmchen. Helmschlüssel. Jetzt bin ich auch verwirrt. Magazin. Brauchen wir später. Feuerzeug. Helmschlüssel. Da ist er. So. Jetzt gehen wir wirklich los. So. Hoffen wir mal, dass wir nicht sterben, weil wir haben jetzt schon zwei Hunter gelegt. Ja. Es wäre wunderbar. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder irgendwas vergessen. So, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich ahne. Ist da einer? Nee. Oh. Hier ist aber bestimmt einer drin. Oh, das wird anstrengend. Das wird anstrengend jetzt. Hey. Ist hier keiner? Sie haben dies gerade benutzt. Helmschlüssel. Hier kam die Schlange raus. Verdammte Kacke. Jetzt erinnere ich mich. Deswegen auch das mit dem Klavier. Deswegen habe ich das mit dem Klavier aufgeschrieben. Weil die Schlange hier rauskam. Au, was bringt mir das denn, dass die Schlange hier ist? Nichts, oder? Bringt die Schlange mir irgendwas? Nee, hier gibt es auch nichts zum Draufdrücken. Warum? Warum kann man hier in dieses Zimmer rein? Ich meine, das ist halt schon die rote Tür des Verderbens, aber es ist offensichtlich, dass wir das jetzt tun müssen hier. Die Schlange vergiftet uns, das heißt...
Wie geht's uns? Oh oh. Okay, wir sind noch okay. Oh. Haben wir sie gelegt? Oh, geil, ey. Ich bin Christa Mega-Schlangentöter, ey, mit meiner kleinen Knifte. Und uns geht's gar nicht mal so kacke. Krass, oder? Jetzt hat die da nämlich ein Loch reingemacht. Jetzt kommen wir unten raus. Ist die bald mal hier fertig mit dem Säuern? Es ist so dunkel, man sieht nichts. Hinunterspringen? Ja. Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen. Ich weiß genau, wo wir sind. Wir sind nämlich da. Ne, wir sind da. Was ist denn da los? Seit wieso kann man da hin? Hä? Darunter ist ein Schalter. Möchten Sie ihn betätigen? Hä? Da ist eine Leiter. Möchten Sie hinunter? Nein, also eigentlich nicht, aber hä? Ich komme auch nicht mehr hoch. Mal das Problem ist. Hä? Hä? Okay. Ach du Scheiße. Ja, da ist eine Leiter. Na super. Das war ja gar nicht mal so geplant. Was ist denn das für eine Musik hier? Ich stehe wieder auf. Ich wusste es. Super, wie geht's uns? Das war jetzt echt doof. Das sollte man vielleicht nicht machen. Boah, ist das gemein! Bitte lass das eine Speichertür sein. Alles andere wäre gemein nach dem Bosskampf. Ich höre Dinge. Ich habe Dinge gehört. Irgendwas spuckt hier. Wir gehen mal wieder raus. Na super. Ja, meinetwegen. Oh Gott, wir hätten speichern gehen sollen. Vor allem, oh, das war typisch. Wir haben doch genug zum Speichern. Wieso gehe ich nicht einfach speichern? Okay, wir schaffen das. Wir schmeißen ihm einfach die Schrotmunition vor den Kopf.
dass man hier auch nichts sieht. Hä? Man sieht wahrscheinlich wieder erst zu spät was. Das wird jetzt echt zum Problem. Ich habe nicht mehr so viel Munition, aber ich ahne, dass wenn wir die beiden jetzt nicht umlegen. Dass ich das irgendwann vergessen werde. Sie haben sie geöffnet. Hä? Wo gehe ich denn jetzt hin? Er ist staubig. Er wurde schon lange nicht mehr benutzt. Okay, da ist eine kleine Tür. Sie haben sie geöffnet. Schreibtischschlüssel. Ja. Gefrierschrank, der war schon lange. Wie es getrennt ist. Und lange. Okay. Der ist jetzt hinüber. Das ist jetzt ein Problem. Oh, hier ist der Aufzug. Kommen wir da jetzt etwa? Nein! Oh, um Gottes Willen. Da oben warten Hunter auf uns. Wenn wir jetzt da hochkommen, wo ich denke. Der ist ausgelaufen. Okay, wir haben keine Munition mehr. Das ist jetzt ein Problem. Liegt hier noch irgendwo was? Wo sind wir? Karte. Herrenhaus B. Ein Ofen. Er ist furchtbar rostig und funktioniert nicht mehr. Okay, wir gucken mal, wo der... Oh Gott, wie ich mich gerade ärgere, dass ich nicht gespeichert habe. Unfassbar. Das erinnert mich so stark an Resident Evil 7. Bin ich denn jetzt? Boah, hier ist es so scheiße.
Vielleicht können wir es jetzt hier aufschließen. Sie haben sie geöffnet. Gut, ich will aber nicht da durchgehen, weil ich ganz genau weiß, was da auf mich wartet. Anscheinend hält der Aufzug nicht auf dieser Etage. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Wenn der Aufzug nur oben, da haben wir so viel... Eigentlich müssen wir jetzt hier rausgehen. Okay, wir machen mal was. So, wir haben aber keine andere Wahl. Ich weiß, dass die hinten da wahrscheinlich noch irgendwas Cooles an dem herumfressen und so. Aber wir müssen erstmal, wir gucken erstmal hier. Weil da unten in diesem roten Gang sind nämlich direkt zwei Hunter. Und zwei Hunter überlebe ich auf keinen Fall. Oder wenigstens was zum Heilen. Oder eine ganze Schrotflinte. Wow. Eine Batterie. Ach du Scheiße. Ja. Und Schrotmunition. Für die Schrotflinte, die ich nicht dabei habe. Das ist ja super. Ach. Okay, ich muss gerade noch was schauen. Wir haben sehr viele schreckliche Gänge vor uns. Und dass wir jetzt eine Schrotflinte gekriegt haben, das macht's nicht besser. Ach du Scheiße, ich würde am liebsten hier warten. Vor allem in dem Raum da oben sind auch mindestens zwei Hunter.
Ich habe keine Möglichkeit. Keine. Wir werden dieses Kraut jetzt essen. Oh, ich hätte gern noch ein Kraut. Okay, um Gottes Willen. Sind wir hier? Das ist nämlich ein Resident Evil 2 Remake. Boah, hier ist es ja noch ekelhafter. Hey, das ist doch der Eingang. Wenn ich das hier jetzt aus der Wand nehme, passiert irgendwas. Da ist ein Schalter. Die meisten sind über Chemie. Hier hat etwas gelegen. Sie wurden schon lange nicht mehr benutzt. Jetzt hätte ich gern so eine beschissene Autospeicherung wie bei Callisto. Dass es wenigstens einfach irgendwann speichert. Versuchen, den bösen, den Geist, den krassen Gang zu gehen. Das ist mir hier ein bisschen zu krass ohne Munition. Vielleicht findet man ja hinten irgendwas. Ach, wer hätte das gedacht? Hier ist einfach nichts. Also, den Gang mit den zwei Huntern oder den Gang mit eventuell keinen Huntern? Nein! Hör auf damit! Ich hasse mich so sehr dafür, dass ich Schrotflinte nicht mitgenommen habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah.
Okay, hier vorne fressen. Wo muss ich denn abbiegen hier? Links. Also vorne an der Gabelung links. Na, links? Ach ja. Nein! Och, auch noch. Oh nein, ich bring mich selbst um. Das hätte ich mir alles ersparen können. Ehrlich gesagt, war mir auch nicht klar, dass ich so viel Schrotflintenmunition tatsächlich bekomme. So. Warte mal. So, wir gehen jetzt hier raus. Okay, wir werden so rauskommen, wir pressen uns an die Wand und irgendwann müssen wir rein. Och ja. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon rot.
Das ist jetzt die Frage der Fragen. Was machen wir jetzt? Das ist halt verdammt weiter Weg. Wir gehen auf jeden Fall nach oben. Das Problem ist, wir haben da den langen Gang mit den Spinnen, oder war der unten? Also in dem einen Gang haben wir auf jeden Fall keinen Hunter mehr. Wenn wir zu dem hinkommen würden. Hey, wir öffnen nicht weiter. Wo haben wir angefangen? Das frage ich mich gerade. Wir müssten in Anführungsstrichen nur da rein, links und dann rechts, die erste. Gucken, ob wir das schaffen. Hunter. Der ist, der läuft aber mittig. Wenn wir so da reinkommen, dann müssen wir uns links an die Wand pressen. Das Problem ist, dass sie so schnell sind und dass sie mir wahrscheinlich im letzten Drücker den Kopf abschlagen werden. Oh, oh. Nein. Ich bin in der falschen Tür. Ich bin in der falschen Tür. Ich bin in die falsche Tür gerannt. Was ist da noch einer? Hör auf zu schreien. Seit wann ist denn der da? Oh, bin ich ja froh, dass hier unten keiner mehr ist. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Habt ihr daran geglaubt? Ich kann... Oh Gott. Also, ich habe ja mal so viele beschissene Entscheidungen getroffen. Das ist ja mal, das gibt, also, oh. Erstmal hier, das Ding kommt erstmal weg. Heilige, ey. Wir haben hier 14, 28, 32, 42. 42, 54, 54, 58, 68. Okay.
Okay. Das ist doch gut hier. So wie ich das sehe, geht es uns mal nicht, also ich bin mir noch nicht sicher, wie es uns eigentlich geht. Wir werden, unsere nächste Mission wird sein, irgendwie wieder dahin zu kommen, wo wir waren und auf dem Weg irgendwie alles wegzuballern, was es gibt. Und das würde ich gerne tatsächlich, ich habe so viele Farbbänder, wieso habe ich vorhin nicht gespeichert, die Stödel? Ich hätte mir diese ganzen sinnlosen Kräuterverwendungen, hätte ich mir ersparen können. So, ihr Lieben, wir haben jetzt gespeichert. Ist das nicht cool? Deswegen werden wir hier erstmal die Aufnahme beenden. Wie gesagt, dieses Mal heute und morgen leider etwas kürzer, aber die zukünftigen Male werden wieder um die eine Stunde gehen. Es war auch sehr aufregend heute. Ich hoffe, das ist okay. Habt einen schönen Abend, habt eine gute Nacht, bleibt gesund, ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Tschüss!